Rust. Wenn etwas zu Ende geht, denkt man oft an den Anfang. Man denkt daran, was man hinter sich hat. Was deine Mitspieler versucht haben, mit dir anzustellen. Aber du hast dich durchgebissen. Du hast dafür gesorgt, dass sie so etwas nie wieder mit dir anstellen. Aber das ist Rust. Eine Story. Eine Geschichte. Und das ist unsere. Aber wie beginnt unsere Story nun? Naja, wie jede gute Rust-Story. Nackt. Am Strand. Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, zu einem neuen Rust-Movie-Rust-Videochen auf einem, ja, einem Tag alten Server. Ich weiß heute nicht mal, wer mitspielt. Also es könnte Solo werden, es könnte Duo werden, es könnte Trio werden. I don't know. Wir schauen einfach mal, was abgeht und hoffen das Beste. Let's fucking go. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir, der Stimme aus dem Hintergrund. Und tatsächlich sollte dieser Vibe dann als Trio gespielt werden, denn Cookie und Evie schlossen sich mir dann noch an. Es war ein durchwachsener Vibe, ein sehr spannender Vibe, in dem es einen richtigen Nachbarschaftskrieg gab. Allerdings, Step by Step. Als erstes bin ich natürlich als Firstborn direkt auf die Karte gespawnt, besorgte mir einige Grundressourcen, fand sogar noch ein paar Öfen bei einer decayten Base. Als nächstes stand Base Building auf dem Programm und ich fand auch hier eine schon decayte Base, die ich definitiv übernehmen wollte. Und kurz darauf machte ich auch schon Bekanntschaft mit meinen neuen Nachbarn. Hä, was machen die da? Hier unten ist eine Truppe am Bauen. Ach komm, ultra uncool. Leider nicht rein. Ich hasse Bogenfall. Spirit. Oh, Neger. Thanks, man. Oh.
Guck mal, hier ist einer mit Hessi. Ich werde sterben. Ich glaube, er hat eine Knarre. Ich muss es tryen. Oh, nee. Ich treffe ihn nicht. Ach, Digga, der ist so schlecht! Ich schwör's! Ja, ich kann mir keinen Bogen mehr machen. RIP. Kann nichts tun. I'm new, man. I'm new. Can I get back my bow? Der mag mich nicht. Mich abvisiert. Go away from here for your base, but Please? Einer Full Kit. My base? Just go away from this area. Go away from this area, hat mich totgeschossen. Hey, der Elf. Go. Er sagt, ich soll away gehen from this area. Der Raid. Oh, sie raiden. Sie raiden mich. Hä? Die haben nur eine Tür weggeraidet. Die Door kämpfen, also ich will nicht rein. Ich weiß. Ich hab Pain schon gehört. I hear you, fat ass! Jetzt wird's teuer, Freunde. Let's go! Where's your boom, boys? Keine Sorge. Mit solchen Leuten kenne ich mich aus. Ich bereite mich auf den Raid vor. Jetzt wird's teuer. Ich mach grad 3 Metalltüren rein. Viel Spaß beim Rainy Wechsel. Die wollen's aufbrennen. Ich habe noch 6 AP. Die brennen die Tür. Ist offen. Komm noch nicht rein. Ich habe die Öfen davor gesetzt. Let's go! Where is the boom? Open the door! Open the door! Fuck you, man! Fuck you! You're so fucking bad, boys! Ja. Drei. Einer ist aber auch Full Kit, den kriege ich eh nicht tot. Big Raid! Oh, ferme ta gueule! Big Raid! Raid the bow guy! Big Raid! To go away, we said to go away! Yeah, fuck you, man, fuck you! I will raid you, man! Oh, what the fuck, you're gone! You fucking gone from the server! Oh my fucking god! Oh, let's go! Oh, warte mal, ich hab eine Idee. Ich kann wirklich draußen spawnen. Von hier drin kann ich nichts machen. Ich versuche eine Tür von außen dran zu bringen. What's on? Ich habe eine Tür wieder reinplatziert. Echt? Ja. Jetzt haben sie wieder 3 Türen. Nein, ich habe es nicht geschafft außen. Ich hab die Tür eingesetzt. Einer ist zwar rausgesprungen, aber er kommt jetzt nicht mehr rein. Fast. Also hier auf der Höhe ist das Spawngebiet. Hello! Another door! Yay! Let's go for the raid! Ja, doch, ich kann noch eine Double Door machen. Die kommen wieder, keine Sorge. Ich hab dich so provoziert. Und sie kamen nicht wieder. Gott sei Dank.
denn mir gingen die Materialien aus. Jetzt schlossen sich auch Cookie und Evie an und wir konnten endlich aufteamen. Die Starter verließen wir dann auch, denn nebenan war eine Decayed HQM Base, die wir dann tatsächlich auch übernahmen und von dort aus unseren Vibe spielten. So lernten wir jetzt schon die entscheidende Nachbarschaftsgruppe kennen. Sie wollten uns aus der Gegend vertreiben, aber das ließen wir nicht mit uns machen. Cookie fand auf dem Weg zur Base auch noch einen Revy. Nachdem wir einige Revys dann in unserem Besitz hatten, ging es los. Jetzt ging es darum, den Kampf zu ihrer Base zu tragen und vielleicht die ein oder andere Gun abzuziehen. Ich muss zugeben, hier hat Cookie wirklich verdammt gut gespielt. Aber seht selbst. Nein, er schaut auf den Ofen. Ist direkt über mir. Ich sehe die Waffe. Oh mein Gott, sein Arsch schaut raus. Ich schwör's. Er guckt runter. Er sieht mich nicht. Ich kann ihn so wegschießen. Ich muss. Der Cookie hat mich genau angeschaut. Ich mach mal. Ich bin bei der Tür, pass auf. Bist du weg? Ja, ich bin in der Tickwand, hab mich versteckt. Ich muss, ey, Mann, er war direkt. Ah, nein, er ist rein. Aber ich hab ihn gut gehittet. Aber low. Also kannst du mir helfen, wenn er jetzt rausstürmt? Kannst du mir helfen? Ja, du musst nur rufen. Ich hab mich versteckt hier, der Trickball, vielleicht sieht er mich nicht. Du siehst, dass er rauskommt, oder? Er guckt runter, pass auf. Sie sind zu zweit auf dem Dach. Mhm. Zwei, sie ist am Dach. Oh, pass auf. Gehst du runter? Nee. Pass auf. Er sieht mich nicht, ich hab mich hinter dem Ding versteckt. Er sieht mich. Ich bin dead, ich bin sowas von dead! Ich bin dead. Ich hab ihn noch gut gehittet. Gut hit. Ivy, it's your turn. Er liegt, Cookie. Hab ich ja, gekillt? Loot ihn und hau ab. Loot ihn, hau ab. Ich bin 5. Nice. Hau, looten und weg, looten und weg. Nur die 2. Und haut ab. Ich bin gut rausgekommen. Hau. Habt ihr Boden? Da kommt ein Auto, Ivy. Ja, ich lauf weg. Lauf zur Base. Ich bin abgehauen. Braucht ihr Hilfe? Habt ihr Gene? Ne, bei mir sind jetzt gerade welche mit dem Auto hergefahren. Ich hab's auch gesehen. Ich hab grad voll der Bild geholt. Geh weg, ich hab Bolt. Wo ist aus der Base? Da oben. Das Auto ist angehalten, wir sind ausgestiegen. Ich bin jetzt weg, ich bin safe, aber ich weiß nicht, wo unsere Base ist. Auf Ping. Okay. Wie schlecht sind die? Noch nicht. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich hab ein bisschen Holo. Ich bin hier noch am Fight mit Revy, aber bloß. Ich hab hier fast keine Kugel mehr. Ich komm gleich bei dir nochmal. Wir können da was rausholen. Boah, er hat mich in. Der hat mich direkt Headshot mit Bow, Alter. Das lief besser wie erwartet. Aus meiner Sicht sieht man natürlich nicht viel, aber während ich am Sterben war und mich hinter der Trickwand versteckte oder am Respawnen war, konnten Ivy und Cookie tatsächlich eine MP5, eine Bolt mit 8er Scope und eine SAR abziehen. Das brachte uns im Prozess wirklich extrem voran, denn gerade dadurch, gerade mit einer SAR, die billig zu craften ist, kamen wir relativ schnell voran. Deswegen ein sehr entscheidender Punkt. Jetzt fehlte uns nur noch eins, beziehungsweise zwei Sachen. Components und die Tier 2. Und daran machten wir uns jetzt. Jetzt stand endlich mal ein bisschen Farmen auf dem Programm. Also Components und Scrap Farmen. Dem gingen wir jetzt nach. Aber so ganz ungestört funktionierte das dann doch nicht. Ich hab 54. Jetzt kommt die Crate rein. Wir sollten kurz die bauen, weil ich habe eigentlich überwiegend nur gute Comps. Vor mir, Hessi. Haben wir einen Headshot? Wo ist er hin? Nach links hoch. Er ist links von mir. Oben am Hügel. Ja, er piekt. Bleib nach. Er ist auf diesem Öl-Ding. Ich bin weg. Er trifft mich, der Heli. Wo ist der? Er ist auf diesem Öl-Ding. Er sieht euch. Aber ich bin echt so low. Hab ihn. Hab ihn hin. Ah, komm mit dir. Scheiß Heli, gib mir einen Headshot. Lol. Seit wann trifft der mal was?
Wir sollten jetzt gehen. Oh mein Gott, hier ist einer! Hab ich ihn gehittet? Ich auch. Er ist hier im Busch, er ist hier im Busch. Was hab ich reloaded? Ich hab ihn hit, bin full dead. Ich hab ihn auch nochmal hit. Ich hab ihn. Ich spawn wieder. Ey, dieser Scheiß Heli! Nachdem wir also unsere kleinen DB-Freunde ausgeschaltet hatten, ging es direkt weiter. Wir legten ab und direkt zurück. Denn die Crater Shield, und die wollten wir uns auf jeden Fall einverleiben. Wo du die Blue Card aufmachst. Ah, er ist am Dach, er ist am Dach. Oder? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich ihn am Dach gesehen. Ich weiß nicht, wo er ist. Oh, er ist oben am Dach. Hab ihn hit. Oh, er ist im Meer, ich bin dead. Er ist am Dach, Ja, aber er hat gut Hits. Ja, er ist dead. Ah, schön. Kannst du mich aufheben, links von dir? Noch 4 Minuten, 10 Sekunden. Ja, ich hab's leider. Oder? Okay, oder? Ich hab's leider. Hier hinten kommt was rein, auf 60. Mit Bow Guy. Dead, hab ich. Ich bin drin. Oh, da ist einer in Garage drin. Ja, das dachte ich mir doch. Er loot mich gerade. Ja, ich kann nichts tun, du bist. Pass auf, er hat die B. Warte. Es sind zwei sogar drin. Einer dead. Ein Bow Guy noch. Ja. Ich glaube, ich habe ihn. Kannst rein, Evi, du kannst reingehen. Ich komm auch rein. Ja, ich brauch. Oh, ich bin noch außen. Evi, kannst du mich da aufheben? Außen. Ich bin runtergefallen. Außen. Vom Tor, vom Garagentor. Ja, du musst beeilen, sonst bin ich fast tot. Gar nicht, du musst oben rum raus. Ich hab Sven. Oh, Sven hat ja nichts. Ja, ich war absolut leer. Evi, ich mach auf, du musst mir was droppen. Die B oder so, mein Revy ist fast kaputt und keine Muni. Ja, du kannst meinen Revy nehmen. Okay. Das sollte auch liegen. Okay. In meinem Revy waren noch 7 Kugeln, sonst war ich leer. Nee, dein Revy war leer und der war fast kaputt. Nee, ich hatte 2. Da ist einer. Hier hast du ein bisschen Bandages. Oh ja, er ist oben am Dach, glaube ich. Oh. Oh, lol, ich bin Headshot tot. Ja, ich bin Gamen rein. Custom. Der macht auch der eine. Ja, das ist nicht zwei. Es sind zwei. Einer ist Naked. Nein, der Naked ist dead. Es ist nur einer mit der Custom. Es ist nicht er, pass auf. Der steht immer noch oben. Ich ende das Garage Door ab, sonst kommst du sowieso nicht rein. Ich komm, ja, er ist jetzt oben drauf. Er hat mich gesehen. Aimt hart ab. Da war so ein Knocked Naked, der hat ein Tor aufgemacht. Kommt hier? Ich lauf außen, aber er ist immer noch oben. Kommen wir da mit einer Lagepistole? Ich bin close. Mach schnell auf und komm rein. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Cookie, das kannst vergessen. Er ist über mir. Die Crate geht gleich auf. 40 Sekunden habe ich gesehen. Ich suche gerade meinen Revy. Hab ihn? Ja, weil er naked war. Die Crate ist offen. Einer lootet die Crate. Dead. Aber jetzt musste ich mich verraten. Er ist auf dem Dach. Er wird dich jetzt von oben versuchen zu lasern. Ja, ich habe ihn einmal hit. Ich weiß, dass da ein Naked ist, aber ich kann nichts machen, wenn der über mir am Dach steht. Leider ging dieser Fight nicht zu unseren Gunsten aus. Wir konnten allerdings noch eine Tommy sichern. Wir wissen auch nicht, woher die kam. Wir haben sie in einer der Leichen gefunden. Wir researchten sie und somit hatten wir Sarah und Tommy schon als Prinz. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Als nächstes stand weiterhin Scrap auf dem Programm. Bis sich eine echt gute Chance auftat. Doch, das ist der mit den DB die ganze Zeit am Rumschwimmen war. Das sind gar nicht die hier. Oh, die bauen hier ihre Base, Alter. Under the roof. Draußen am Bauen. Ich bin gerade bei den anderen wieder. Ich schieße die dich ab. Nein, nicht auf mich. Ich versteck mich hier gerade zwischen den Fundamenten.
Okay. Ja. Bin voll dir. Echt? Einer ist noch drin. Hi. Hast du den gekillt, den einen? Ich komm mit meiner Eoka. Nein! Ich hab keine Waffe gefunden in der Kiste! Ich war full deep! Ah nein! Ich bin in dem rumgeschlichen, hat's nicht gemerkt, ich schwör's! So. Sag mir, wir können jetzt wieder endlich Starcraft. Ja, wir uns wohl noch ein bisschen Components wahrscheinlich fehlen. Und halt Metall muss brennen, ne? Das brennt halt jetzt. Wir könnten theoretisch unten noch lauter Öfen hinsetzen, ne? Lass es machen. Ja gut, bringt nichts, wenn wir keine Ohr haben. Ja, erforscht Werkzeug und wir könnten dann farmen gehen. Warte, ein paar neue HKM. Workbench, Werkbank bitte, Level 2. Endlich, Workbench Level 2. Jetzt kommen Stars, jetzt haben wir Knarren, jetzt haben wir Heal und können endlich mitspielen. Und wie das Schicksal so will, sollten wir das auch sehr bald tun. Oh, die Sah schaut sick aus. Achso, oh. Welche? Es gibt. Oh. Was los? Wir werden gedockt. Ich geh mit Sah aufs Dach. Wo ist er? Er lootet mich direkt an meiner Leiche. Hab ihn, dead. Okay, ich geh nur. Safe, einer seiner Freunde hier. Digga! Ja, aber der Bolt schützt ihn. Ich krieg mal so, ich guck, ob er mein Kit hat. Er ist naked. Haben wir ihn tot? Nice. Er hat mich hit. Pass auf, nicht sterben. Ich versuch's. Vielleicht ich auch. Ja, der von oben boltet mich. Ich komm, muss weg. Das ist der gleiche Name, der geboltet hat. Aber ein Dead? Ich glaube, Hazy Dead. Nice, ich komme wieder von hinten naked. Och, Digga, der da oben, ich kann nichts tun. Guck, er schießt mich um. Ja, pass schon, versteck dich. Ich habe kein Heal mehr. Oh, ich werde gleich sterben. Ja, du hast den Hazy geholt. Hab's Haar. Meines Haar. Der schießt auf mich. Hau ab. Ja, bin wieder dead. Ich kann dir nicht helfen, weil er boltet ja von oben wie ein junger Gott. Und ich habe noch 10 HP. Nicht so rein. Er nervt mich einfach, weißt du, weil er die ganze Zeit da oben am Campen ist. Es ist so nervig. Die Nate gleich ist wichtig. Der hat Kettensäge und Holz. Den Holzketten eigentlich. Ja, der hat Safe schon geholt. Ich konnte es nicht decken. Nee. Ich hatte noch 10 HP. Die Ding ist weg. Aber jetzt holt er es wahrscheinlich, ja. Ja. Ich hol mir mal die Bolt. Vielleicht kriege ich ihn tot. Ich schließe mich nur auf. Ja. Weißt du, was wir machen? Haben wir Holz noch? Ja. Bist durchlaufbauen, ne? Ja, jetzt ist er fällig. Ich nehme jetzt seine Bolt weg. Ich glaube, ja, er boltet schon wieder auf mich. Hier vorne sehe ich ihn nicht, aber ich muss so viel. Ja, im Wald einer. Ja, muss hier. Ich sehe ihn. Er boltet immer noch auf mich. Ich hab den naked. Er boltet auf mich, ich kann nichts tun gerade. Ja, ja, warte. Ich hab ihn hit. Er boltet nicht mehr, heilt sich. Er heilt sich. Okay, es sind zwei, einer ist draußen. Bei der Base und einer ist am Roof. Ich hab Roof full dead. Roof ist full dead. Sehr gut. Ich komm ich mit. Der Seite nee, hoch. Die Bolt. Nee, Dev. Alleine. Versuch. Ich muss kurz wieder auf den Heil gehen. L9. Hab ihn dead. Noch einer dead. Loot nun weg. Nimm sein Hazy, wenn du noch kannst. Einer ist unten naked, aber nur naked. Build on another place! Bro, ich habe einen. Nein. Okay, ich geb dir meine Bolt, ich geh rauf und nimm sein Ding. Weil der eine hat jetzt Timer und der andere ist unten naked gespawnt. Soll ich noch ein bisschen Angst machen? Oh mein Gott. Zack, nimm die Song vom Spot weg. Build on another place. This is now my spot. You tried to raid me, but you failed, because you're bad. Yeah. Where's the solo? Where's the solo? Oh, with Bo. You're so bad, guys. Only roof camping. But
Thanks for the bowls in the L9, boys! Next time I get everything! Was? Wen? Boah, das war eng. Oh, ein HP. Ich glaube, ich bin und noch. So konnten wir uns ihre L9 sichern. Und natürlich noch einiges an anderen Stuff. Jetzt mussten wir das Storecamp erst unterbrechen, denn die Crate kam auf Water und wir wollten uns die snacken. Nachdem allerdings nichts Besonderes drin war, gingen wir wieder zurück, denn wir dachten und hofften, dort noch mehr zu gewinnen. Der ist runter, er hat zugemacht. Oh, einer ist oben, pass auf, einer ist oben. Jetzt nicht. Oh Gott. Oh. No. Percy. Aber mit was? Die Leiter! Ready? Go! Ready! Ho! Da drum! Geh einfach mal ab, Sammy! Ich hab den Shopping-Trap auf! Bitte, guck mal die Shopping-Trap an, Digga! Ich hab ne Star! Oh! Au! Scheiße, ich bin erschrocken. Guck, tut mir leid. Ich hab nur gerascht und gehört. Oh! Nein, das ist die Ecke! Die Ecke! Ich komm nicht hin! Die haben keinen Bock mehr. Da liegt die Ecke! Boah, mein Lady B droppen. Ich glaub, weißt du, was ein Play wäre, um sie rauszulocken, ich schwör's. Wenn sie einer von uns umschießen lässt. Ich hock mich mit der Spaß hier rein, du lässt dich umknallen, dann denken sie nämlich, oh, wir können hoch. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und dann kann ich deep gehen. Weißt du? Ja. Weil das wäre so ein Erfolgserlebnis für sie. Aber warte, drop mir erst dein Loot, deine Shotgun. Oder leg sie hier ums Eck rum, dann kannst du naked gleich wieder hochrennen und sie nehmen. Ja. Was ist das? Könnte ein Play werden, oder? Muss man noch ein bisschen Trash talken. Vielleicht klappt das. Bro. I can see you, okay, bro. Take it before it's despawn, bro. Bro. She shot. Pendant 4 heures parce que là c'est un peu. Je passe. Oh bro. Bro. Hab 2. In die. Nein, der letzte! Fuck, den hab ich nicht gesehen rechts! Ah, shit! Nachdem wir also das Storecamping beendeten und leider nicht wie gehofft komplett deep gehen konnten, wurde es langsam spät. Wir befestigten noch etwas unsere Base und wollten eigentlich auch schon off. Doch plötzlich kam Cargo rein. Das wollten wir auf jeden Fall noch mitnehmen und es ging los. Cookie war schon offline, also ging ich mit Evie los. Und hofften natürlich so, auf dicken Loot. Drauf ist, bin ich eindeutig zu müde. Ja, jetzt drehe ich nicht mehr um. Jetzt wird's probiert. Also. Vorwarnen. Ja, du kannst doch fahren, dann gehe ich zuerst. Mir ist egal. Oben ist aber auch noch die Kiste da. Sicher. Ja, aber der war da. Nee, vorne steht auch noch der Bot, Evie. Nee, oben war ein Spieler. Safe. Oder steht er vorne drin? Das ist kein Bot. Du hast recht, oben fehlen Bots, aber wo ist er? Bin drauf. Ich komm gleich. Bleib da. Nee, Mac. Meine Herren. Moment drauf. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nach hinten, vorne sind Bots. Ja, aber hinten können wir uns in den Kopf schießen. Von oben. Ich glaube, er ist AFK. Ich denke, es sitzt unten. Ich gehe runter, Evi. Kann jetzt richtig schief gehen, ich muss jetzt so runter. Die erste Crate. Ich hab AK. Aber keinen Schuss dafür.
Also keine Ahnung, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich gehe schwer davon aus, dass er gestorben ist. Das andere macht keinen Sinn. Also er war auf jeden Fall, war einer hier. So viel steht fest. Rot, neben uns. Are we in dead? Also das Cargo-Rätsel konnten wir bis heute nicht lösen. Wahrscheinlich ist er gestorben oder vom Bord gefallen, als wir darauf zufuhren und er auf die Reling springen wollte. Ich denke, so ist es gelaufen. Deswegen auch nochmal der Angriff mit dem Boot. Nichtsdestotrotz, we take it. Natürlich nahmen wir den kompletten Cargo-Loot mit und zurück zur Base. Jetzt wollte sich Evie langsam vom Acker machen, denn es wurde echt spät. Aber, plopp, die Klärwerk-Crate. Also, wir nichts wie rüber. Und ich bin froh, dass sie mitgekommen ist. Hör diese aus. Fertig. AK ist da. Ulti's nice. Oben im Fenster noch. Oben ist noch einer drin, pass auf. AK war drin. Und L9. Ich lad noch. Er ist oben drin. Hab noch einen Schuss mit L9. Ich bin fast tot. Er sitzt oben im Fenster. Kommst du aufs Dach irgendwie? Haben wir einen Hit? Nee, man kommt hier nicht hoch. Doch, man kommt da hoch. Aber ich kann es nicht dir jetzt erklären, wenn ich mit ihm fighte. Ich bin dead, full dead, Evie. Er sitzt im Raum. Passt schon. Er sitzt da drin fest erstmal. Ich hab das Fenster geschossen, hab ihn viermal gehittet. Da liegt einer. Ja, du hast ihn, er ist dead. Kannst rein. Loot du ihn, ich loot mich und dann lass abhauen. Robin, oh, deswegen sag ich schnell. Oh, das war eng. Jetzt wurde es aber brutal spät. Und Evie verabschiedete sich auch. Ich blieb bloß noch online, weil ich nicht denselben Fehler wie im letzten Video machen wollte und die Base einfach vernachlässigen. Deswegen suchtete ich noch hart rein, um die Base auf einen decent Stand zu bekommen. Außen TCs, vielleicht eine Shell und eventuell noch ein Compound war mein Ziel. Eigentlich nichts Interessantes, bis ich mitten in der Nacht, weit entfernt, Boom hörte. Und hier geht die Story weiter. Es war grandios. Und so ging auch Tag 1 zu Ende. Wir hatten mittlerweile C4, 3 L96 Gewehre, 2 AKs und mehrere geile Plays und zusätzlich schwere Waffen. Die Base war jetzt auch auf einem, ich würde sagen, guten Zustand. Damit schloss ich für Tag 1 ab. In der Hoffnung, dass Tag 2 nur besser wird und wir natürlich nicht geoffline sind. Aber ich sollte sehr schnell merken, dass das ist der Anfang
einer riesigen, gewaltigen Story ist. Aber seht selbst. Tag 2 und er schaut gut aus. Tag 2 und es sah wirklich Bombe aus. Wir hatten ja an Tag 1 schon wirklich, wirklich viel Progress gemacht und heute nahm ich mir einiges vor. Die Base sollte fertig werden, Scrap sollte ran, eventuell ein Mini und viel, viel PvP. All das war für heute geplant und ich hatte mega Bock drauf. Deswegen überspringen wir auch den langweiligen Teil etwas und gehen direkt in die Action. Oh, da nehme ich sogar was Dickes. Ein richtiger Turm. Ja, schon mal gesehen. Oh, warte mal, die anderen, die Kate, sind wieder runter vom Server, warum auch immer. Die Armen hatten noch nichts. War noch so pur. Nee, die hatten sogar schon Garagentor, also. Ja, der DB. Er hat, oh mein Gott, hier ist ein Pferd mit Verkehrsschild. Jacke, ich glaube, ich verreck gleich. Was ist, ja. Nehme ich mit. Hab ihn. Bist tot? Er kommt zurück. Jetzt geht er down, oder? Ja. Munikiste? Oh, eine MLRS. Brandrockets und Flame. Flame und HV. Eine haben wir noch. Wenn die nicht knallt, dann scheiß Heli. Let's go, Heli! Ich glaub daran. Nee, ich komm zurück. Was war? Attachments. Geradet denke ich nicht, wenn an die Kate. Stimmt. Das ist die Kate aber. Also ich hab die nicht geradet. Egal was ist, wir haben den Fight auf jeden Fall gewonnen. Vielleicht haben sie es zu Herzen genommen, build another place. Und so mussten wir leider feststellen, dass unsere Nachbarn über Nacht geradet wurden. Ja, schade, wir hätten uns gerne noch ein bisschen mit den Jungs amüsiert. Aber was soll's, wir machten natürlich weiter. Jetzt stand ein Heli auf dem Programm. Wir hatten den Scrap zusammen und ich machte mich auch mit meinem Pferd auf den Weg, um einen zu besorgen. Doch, wie immer ist das nicht ganz so einfach, wie man auf den ersten Schein meint. Oh, Airfield ist jemand. Hier wird rumgeballert bei mir. Und mein Pferd backt. Na klar. Schaffst du's? Oh fuck, direkt neben mir wird rumgeballert. Ich hau ab, Alter. Ich hab viel zu viel Stuff dabei. Wow, linke neben mir. Oh, bin ich jetzt erschrocken gerade. Wow, nein, ich bin dead. Also. Ich hab ihn. Ich war geroofcam. Könnt ihr das andere Pferd nehmen und sofort ja. Hierher kommen? Ja, mach ich. Ich hab den einen, der mich gechallenged hat. Er Roof kennt mich. Versuch durchzuhalten. Ich komm. Ich hab einen Dead. Ja, kommst du weg, oder? Ich krieg's in den Rücken. Warte kurz. Ich bin dead. Das überlebe ich nicht. Scheiße! Hier drüben, wo ich bin, Cookie. Ja, das Pferd ist noch fast tot. Ah, fuck. Ist noch am Leben? Nein, ich verliere gerade gegen den. Ach komm! Er ist noch dort. Komm, ich push ihn jetzt. Ah, er ist auf dem Hangar, Ivy. Ja. Hab ihn hit, bin full dead. Hab ihn? Tommy? Nice. War das der? Keine Ahnung. Ja, war der. Blut und Depp. Ja, ich nicht.
Ja, jetzt Base. Base dead. Danke. Da kommt noch ein Hessi. Links unten bei Ewi. Haben zweimal gehittet wieder beim Eingang, wo ich den. Nein, ich seh nicht, nein, er geht Mauer rein. Hab ihn Hit. Ich habe noch zweimal gehittet. Schneehessi ist in Mauer reingegangen. Ja. Hab ihn. Nice, ich push jetzt rein. Er war Schneehessi. Ja, hab ihn. Da kommt noch mehr. Hier wird noch mehr rumgeballert. Okay, Ewi, wo sind hier Leute? Bei mir? Sollte, okay. Ja. Ich brauch dringend Heal, ich habe nur noch 14 HP. Hier vor mir schießt irgendwann rum, aber ich sehe nicht. Wo ist die andere Leiche? Beim Eingang, an der Mauer. Fein wieder dead. Irgendwo hier außen ist auch noch einer. Ich hab nichts, was hier angeht. Shit. Brauchst du Verbände? Ich hab noch ein bisschen Stoff, was ich dir geben kann. Ja, die eine Leiche ist close bei mir, irgendwo links von mir muss der sein. Ja, ich komme jetzt rein. Auch von der Base schießt er immer noch runter. Da liegt noch ein dead Hessi. Oh, vor mir. Er hat mich. Sven, bei meiner Leiche. Ja, ich push. Scheiße, ich hab Cookies Leiche nicht. Das gesehen. Ist der gleiche. Hab ihn. Dead. Lass mal ein Bandit durchziehen, oder? Ja. Ja, hier gibt's nichts mehr zu holen. Habt ihr den restlichen Loot? Ja, es war irgendwie weg, aber halt technisch und so habe ich, aber. Du hast ja gesagt, Bodies, doch Bodies habe ich auch. Ja, lass gehen. Hier hinten ist safe, kommst du? Ich komme, ja. Muss reloaden, warte, bei mir ist noch einer. Oh, da kommen noch mehr Gegierte. Also Cookie, ja, wenn du Spaß haben willst, dann musst du mal rüberkommen. Ich komme. Ich kann mir doch keinen scheiß Schlafsack nerven. Cookie, in der Base. Warte mal, bist du noch in der Base? Schluss. In der Base. Bring Leitern mit. Ich glaube, wir müssen genug haben. Hab zwei oben. Dritter, Hilfe. Komme. Oh, hab noch 21 HP. Noch er hat zugemacht, glaube ich. Ne, er ist auf dem Roof, der Dritte. Ich hab 20 HP, Cookie. Ja, ich muss mich kurz heilen. Du kannst dich hier kurz heilen, er kommt nicht. Nein, er ist dead, er ist rein. Ich wusste, dass er rein ist. Achso. Ich habe hier zwei Leute gekillt, die haben... Okay. Ja, er ist hier naked, siehst du? Ja, ja. Und die Starter war von denen, das ist derselbe Typ von der Starter. Don't roof camp again, or we raid you. Wir sollten gehen, Cookie, wir haben mehr genug rausgeholt. Okay, lass gehen. Ja. Oh, hier bei der unserer Leiter. Der lootet mich. Nein, unter der Dachschräge. Er hat meine Tommy. Er ist dead unter dir. Er ist dead, glaube ich. Nee. Mit 15 HP bin runtergefallen. Er ist sogar dir, ich sehe ihn. Ist immer noch dort oben. Ich sehe ihn eben nicht. Hab ihn, Dad. Nice. Okay, 14 AP, kannst du hoch? Ja. Bin da. Ich muss abhauen, Cookie. Mach das. Versuche noch, das zu holen, was noch geht. Ich kann dir versuchen, noch ein bisschen Deckung zu geben, aber ich verliere sie kündlich Leben. Ich hab verhungern. Pass schon, geht. Base Owner werden es gleich wieder bemerken. Und wieder ein Fight, wo wir letzten Endes mit Plus rausgegangen sind. Nach etlichen Hin und Her haben wir es dann doch noch geschafft, die Components und alles, was wir scrappen wollten für den Heli, zurückzuorganisieren. Jetzt stand Cargo an. Mit unserem neuen Heli, full equipped, wollten ich und Cookie direkt drauf, direkt Action und dieses Cargo für uns entscheiden. Springen, jetzt! Springen! Ben! Ben, was machst du? Heil. Er ist unten. Oh, ja. er hat mich gleich. Ah, ich bin dead. Shit. Oh, scheiße. Ja, ich kam nicht mehr weg. Es ist Captain Price. Nein! Bin dead! Nein, wie? Ich wurde durch diesen Zombie gleich runtergefallen. Wie gewonnen? So zerronnen. So schnell habe ich wirklich fast noch nie einen Heli verloren. Und direkt Cargo verkackt.
Aber Ibi wollte unbedingt noch auf die Suche gehen. Nach der Base. Denn jetzt war ja offensichtlich, dass davor ein Cargo-Boot stehen muss. Und was soll ich sagen, anfangs habe ich nicht dran geglaubt. Aber Ivy hatte den richtigen Riecher. Nein, die wohnen doch hier. Du hast recht. Ja, Boot ist da. Ich habe mir schon vorgestellt, ein Solo hat keinen Hilfe. Ja, aber die waren zu zweit. Der ist aber ein Solo, da ist ein Schloss dran. Auch am Tor. Oh. Ja, weißt vielleicht du? Ist ein neues Teammate oder so. Bevor wir aber weiter in der Story machen, glaube ich, ist es mal wichtig, die Gruppen und die Location auf der Karte für euch darzustellen, damit ihr auch mal einen Überblick habt. Als erstes, hier ist unser Base-Spot. Hier hatten wir unsere HQM-Base übernommen und haben uns voll aufgebaut. Nebenan das französische Team, das den Vibe leider schon gequittet hatte und somit nicht mehr zur Geschichte beiträgt. Nun die neue Solo-Base, die Jungs, die uns Cargo weggenommen haben, also hier oben. Zu guter Letzt ungefähr hier die etwas größere Gruppe, die uns geroofcampt hat, wo wir uns hochladeten und einiges rausholen konnten. Natürlich gab es noch mehr Kontrahenten und viele sollten wir auch noch kennenlernen, aber erstmal für den gewissen Überblick, damit ihr mal wisst, wo überhaupt was abging. So, jetzt aber weiter im Kontext. Oh ja, die rufen gerade ein Dings-Loot-Drop. Geil. Lass warten, bis die rauskommen. Ja, das wird jetzt geil. Ja, es landet außen. Ja, ich sehe ihn schon. Der schwimmt zum Loot-Drop. Schnell, Herr See. Ich sehe ihn, ja. Er taucht. Aber er taucht natürlich kurz wieder auf. Er hat Loot-Drop. Oh, er hat eine Picke! Oh, sein Freund ist da. Er haut mich tot. Wo bist du? Außen, ich bin hingeschwommen. Er schwimmt hinter mir. Geh raus, ich empfang dich draußen. Hab ihn dead. Loot-Drop ist noch am Boden, ich geh hin. Ich hab ihn dead. Aber da hat noch jemand geschossen, gerade mit Tommy, ihr? Hä, der ist naked raus. Ich hab ihn mit einer Tommy geholt. Es war eigentlich naked raus. Loot-Drop ist noch da, Leute. Die 4. Spaß, Helmets. Pass auf, ich glaube, er ist hier drin gedroppt. Ja, er ist über mir. Er ist im Heli Tower, Leute. Hab ihn dead. Oh, es kommt hier runter. MLG. Huhu. Nein. Deine Leiche bleibt gleich nach unten. Nee, eben nicht. Doch, warte. Doch, sie wackelt. Na, die hängt. Passt schon, den und Häsi haben wir nicht. Ja, ich glaube auch. Mehr ist da nicht drin, noch so ein bisschen Muni. Er ist mit dem Häsi mit einer Picke raus. Und das war dann leider auch die letzte Aktion zu dritt. Ivy und Cookie machten es am nächsten Tag nicht mehr und Tag 2 ging somit zu Ende. Und naja, ab jetzt war ich offiziell als Solo unterwegs. Aber das machte nichts. Wir waren gut equipped und ich wollte eigentlich noch einen großen, schönen Abschlussraid schaffen. Am besten online, wenn möglich. Daher machte ich mich auf die Suche. Ich habe im Chat von einer Base gehört, die eine ganze Insel eingenommen haben soll. Das wollte ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Okay, folgender Plan. Wir landen
Wir landen E20. Stationen dort und verstecken dort unseren Heli irgendwo da am Rand. Anschließend schwimmen wir außen herum auf F22. Versuchen dort nochmal eine Waffe zu stashen, ein Kit zu stashen. Ein Emergency Kit. Und dann fuckt man sie richtig ab. Eieiei, hier wird alles geradet. Leck mich am Arsch. Oh oh. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich nochmal aufräumen. Also, ich wollte mir diese Base anfangs nur anschauen. Nachdem ich aber merkte, dass ich dort vielleicht was holen konnte, dachte ich mit meinem subtilen Plan auf die Insel zu schwimmen und dort etwas Ärger zu machen, vielleicht aufs Dach zu leitern, dass vielleicht doch noch irgendetwas ging. Bei meinem Weg dorthin wurde ich allerdings abgefangen von einem bis jetzt noch Unbekannten. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich wollte diesen Plan auf jeden Fall durchführen. Deswegen machte ich mich nochmal auf den Weg. Allerdings fand ich auf dem Weg zur Insel meinen Heli wieder. Ich blute aus! Und damit hatte ich es gefunden. Mein Abschluss-Raid-Target. Heli geklaut, die Spieler aktiv, alles was ein guter Raid braucht. Jetzt ging es an die Vorbereitungen.
Ich craftete so viele Rockets, wie ich konnte. Ich beschloss allerdings, vorsichtshalber auch noch einen MLRS-Regen auf die Base niedergehen zu lassen. Dafür schnappte ich mir mein Equipment, sprintete rüber, killte mich dort im Busch, spawnte beim verlassenen Lager, stashte kurz vorher noch dort meine MLRS-Schläge und ab geht die Post. Das war der Gameplan. MLRS schießen, sich killen, meinen Body looten und rein da. Ich hatte mega Bock und freute mich auf ein mega, mega mäßiges Ende. Nein! 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 Oh nein! Ich hätte
die Schlafsäcke kaputt machen. Soll ich mal da was ziehen? GG. Oh, komm. Ich hatte es doch schon. Oh Mann. Wie fucking ärgerlich. Aber gut, so ist halt was. Ihr dachtet bestimmt, die Geschichte endet hier. Tut sie auch. Also, fast. Es gibt noch ein kleines Add-on, ein kleiner Bonus. Und zwar verschenken wir eigentlich nach jedem Wipe unseren ganzen Loot an irgendwelche Anfänger oder Spieler, die noch nicht so erfahren sind. Diesmal wollten wir das wieder tun. Und zwar erinnert ihr euch doch an die Roof Camper Base, wo wir den Heli kaufen wollten und die uns aufgehalten haben. Nach einigen Dialogen stellte ich relativ schnell fest, dass sie noch ziemliche Neulinge sind und von daher wollten wir ihnen den Loot schenken. Allerdings kam es bei diesem Gespräch zu einer eigenartigen Situation. Ich wurde aus dem Nichts gesniped und als ich nochmal hingehen wollte, um nochmal mit ihnen zu sprechen, bemerkte ich, dass sie geradet werden und zwar Vollgas. Das konnte ich nicht sitzen lassen. Das wollte ich auf jeden Fall noch ausspielen. So Jungs, kommt rein, eure Base ist safe. Ah, hockt noch einer unten. Und so konnte ich mich letzten Endes dann doch nochmal mit der Inselgruppe auseinandersetzen. Denn das waren nämlich die Raider. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, denkt natürlich an euren Daumen und schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich aufs nächste Video. Haut da rein, bis dann!